Abgeordneter, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Ihr Landarztgesetz könnte man überschreiben mit den Worten: richtige Diagnose, falsche Therapie. Die Politik hat versagt, sie hat es nicht geschafft, durch die aktuellen Rahmenbedingungen ausreichend Nachwuchs für den niedergelassenen Bereich zu generieren. Jetzt wird versucht, aus der Not bzw. dem Wunsch der Abiturienten auf einen Medizinstudienplatz dieses Versagen zu kompensieren. Die Abiturienten sind in der Regel ohne Praxiserfahrung und verfügen zu diesem Zeitpunkt nicht ansatzweise über die nötigen Entscheidungsgrundlagen, sich für 10 Jahre auf eine Fachrichtung und damit auf ein bestimmtes persönliches Umfeld festzulegen. Das halte ich fernab von jeder Lebensrealität. Abgesehen davon greift Ihr Gesetz erst in 11 Jahren. Ich halte es für einen schweren Eingriff in die Berufsfreiheit und für einen späten Sieg der Planwirtschaft. Sie werden mit dem Landarztgesetz zum Teil unglückliche Ärzte mit einem später hohen Frustrationsrisiko produzieren. Um doch das Glück zu finden, wird es nicht wenige geben, die die 250.000 Euro aufbringen werden und sich freikaufen. Ihr Gesetz geht an den Ursachen des Problems vorbei. Die Hausarzttätigkeit scheint aktuell ein unattraktives Ziel zu sein. Deshalb müssen die Hausarztpraxen wieder attraktiver werden. Das schaffen wir nicht mit Regressangst. Das schaffen wir nicht mit dem Damoklesschwert, das über den Ärzten schwebt, bei jeder Verordnung im medikamentösen wie im Heilmittelbereich. Die überbordende Bürokratie. Es fehlt zum Teil an klaren Rahmenbedingungen. Denken Sie an das zurückliegende Jahr, die TSVG. Oder die bevorstehenden Honorarkürzungen im Rahmen der Telematikinfrastruktur, alles Themen, die die Tätigkeit im ambulanten Bereich nicht attraktiver erscheinen lassen. Wir müssen daher das Studium mehr in den ambulanten Bereichen öffnen, zum Beispiel das praktische Jahr durch Anbindung an die Praxen. Wir müssen Erlebniswelten schaffen, die zu einem Klebeeffekt führen. Unser Wunsch wäre nicht ein Mehr an NC auf 30%, sondern eine Reduzierung auf 10% gewesen und ein Medizinertest nach österreichischem Modell zu etablieren. Damit hätte man diese Landarztquote nicht benötigt. Es ist daher kontraproduktiv, das Fach noch weiter in die Ecke zu stellen, indem es den Beigeschmack bekommt, von denen praktiziert zu werden, die es nicht auf die offenen Plätze des Studiums geschafft haben. Das hat die Allgemeinmedizin und damit die hausärztliche Medizin nicht verdient. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Abgeordneter Dr. Spitzer. Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege als Federführend